Ja, nochmal herzlich willkommen, auch von meiner Seite, Matthias Engel. Ich bin einer der Geschäftsführer von K-Extern und möchte Sie heute auf eine Reise mitnehmen zum Thema Kosteneinsparung und Elektromobilität. Und wenn ich da gerade mal auf die nächste Seite gehe, habe ich ganz bewusst ein Fragezeichen dahinter gestellt, weil das eins der meistdiskutierten Themen im Moment ist, wenn wir mit Interessenten, Kunden oder auch, ja, Teilnehmern von Schulungen sprechen. Also kann ich über E-Mobilität Kosteneinsparungen herbeiführen im Fuhrpark? Ja oder nein? Ich stelle das am Anfang einfach mal so in den Raum, gehe aber später noch im Detail drauf ein. Gestatten Sie mir am Anfang noch eine Folie, die so ein bisschen provozieren soll. Das ist eine Frage, die wir teilweise auch den Fuhrparkverantwortlichen in Unternehmen stellen. Verwalten Sie Ihre Flotte oder Manager und steuere ich die in eine herausfordernde Zukunft? Ich bin seit mehr als 30 Jahren in der Flottenindustrie unterwegs, in unterschiedlichen Positionen. Und ich muss sagen, gerade in den letzten, ja, 5 Jahren, nicht zu sagen 2 Jahren, hat sich wahnsinnig viel getan, was gesetzliche Anforderungen anbelangt, Führerscheinprüfung, UVV-Prüfung, Sicherheitsprüfungen von Fahrzeugen und vieles mehr. Und jetzt, last but not least, das Thema Elektromobilität. Und da gibt es viel Redebedarf und auch viel Handlungsbedarf. Zunächst möchte ich Ihnen aber ganz kurz unser Haus vorstellen. Wer sind wir? K-Extern hat sein Zuhause in Bad Orb im schönen Spessart, 30 Kilometer Luftlinie entfernt von Frankfurt. Alle Mitarbeiter von uns zusammengenommen haben mehr als 50 Jahre operative Erfahrung in der Flottenindustrie, national und international. Und da legen wir auch einen großen Wert drauf, dass wir sagen, operative Erfahrung. Das heißt, meine Frau und Geschäftspartnerin Christiane Engel war jahrelang Fuhrparkverantwortliche und wir sitzen bei großen Kunden mit 200 Fahrzeugen, mit 400 Fahrzeugen vor Ort und bearbeiten zum Beispiel BAFA-Anträge. Wir kümmern uns um die Bestellung von Fahrzeugen und haben nicht nur den theoretischen Ansatz, und das ist ein Thema, wo wir sehr, sehr großen Wert drauf legen. Wir haben bisher über 2200 Projekttage absolviert in den letzten 8 bis 9 Jahren. Und wenn es über Ersparnisse geht, was ein sehr, sehr häufiger Ansatz ist, wenn wir angesprochen werden, haben wir im Durchschnitt 15% Ersparnisse realisieren können und das immer bezogen auf den Total Spend Fleet per annum. Wir haben weiterhin noch ein Netzwerk von freiberuflichen Unterstützern. Das sind Fachspezialisten, die in der Lage sind, Data-Analysen durchzuführen, insbesondere wenn es darum geht, Ausschreibungen zu analysieren, müssen größere Mengen an Daten bewegt werden und analysiert werden. Da kommt immer mal Excel an seine Grenzen und da haben wir Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen und da auch Spaß dran haben. Wir haben eine hohe Kundenloyalität, also wir haben es bisher geschafft, dass wir bei allen Projekten nachher auch eine Referenz von den Auftraggebern erhalten haben. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und diese Referenzen sind jederzeit verfügbar. Und die Ansprechpartner sind namhafte Unternehmen, die man kennt in der Branche bzw. in der Industrie. Und da besteht jederzeit die Möglichkeit, sich entsprechende Referenzen einzuholen. So, was ist unser Leistungsspektrum? Ich hatte es eben schon gesagt, wir haben einen sehr, sehr starken operativen Hintergrund. Ich war mein Leben lang im Vertrieb tätig und habe ja die Vertriebsleitung inne gehabt von einem Leasingunternehmen, das gleiche bei einer Fuhrpark-Management-Gesellschaft. Wir haben gewerbliche Großkunden betreut. Wir haben den Zugang zu Marktanalysen, um ihnen Benchmarks zu liefern. Wir haben sehr große Erfahrungen in der Gestaltung von Dienstwagenrichtlinien. Und wir haben auch ein großes Netzwerk von leistungsfähigen Partnern im Autohandel und waren natürlich tätig im Autohandel, insbesondere meine Frau Christiane. Und ich war bei mehreren Fahrzeugherstellern und Importeuren tätig. Gleiches gilt auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Qualitätsstandard, wir haben uns letztes Jahr als Unternehmen zertifizieren und prüfen lassen, dass wir auch vom Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle das Gütesiegel bekommen haben, dass wir eine entsprechende BAFA-Beratung durchführen dürfen. Das wird nach ISO-Richtlinien durchgeführt. Da sind wir sehr stolz, dass wir das erreicht haben. War viel Papierarbeit, aber ist mittlerweile wirklich ein Gütesiegel in der Branche. Dürfen auch mittlerweile sagen, wir haben ein sehr enges Verhältnis zu der TÜV Rheinland-Gruppe. Dort sind wir für die TÜV Rheinland-Akademie. Ich komme nochmal auf der nächsten Folie. Als Exklusivpartner für Schulungen im Bereich Fuhrparkmanagement, Mobilität und Elektromobilität tätig. Und wir haben ja eine enge Kooperation mit einem Tochterunternehmen der TÜV Rheinland-Gruppe. Und da gab es auch ja die Aufforderung, ob wir nicht mal gemeinsam im Handelsblatt einen Artikel platzieren wollen. So, hier einfach nur mal kurzer Blick. Wir sind, wie gesagt, seit 1. Januar 2020 exklusiver Partner der TÜV Rheinland-Akademie. Hier sehen Sie die verschiedenen Modelle. Wenn Sie auf die TÜV Rheinland-Seite gehen, brauchen Sie nur den entsprechenden Link anzuklicken und dann sehen Sie das entsprechende Programm und können sich da, falls das von Interesse sein sollte oder für Kollegen oder Mitarbeiter, wie auch immer, entsprechend informieren. Das ist auch kein, ich sage immer mal, Larifari-Kurs, sondern es wird auch am Ende eine entsprechende Prüfung abgenommen von der TÜV-Organisation, was vielen Auftraggebern oder Unternehmen auch wichtig ist. Ja, das Gleiche dürfen wir mittlerweile auch für die BFP-Akademie durchführen. Ist vielleicht nicht für jeden gleich ein Begriff. Das ist die Schlüter'sche Verlagsgesellschaft, ein Tochterunternehmen, die einen sehr, sehr großen Stellenwert in dem Bereich Fleet und Fuhrparkmanagement in Deutschland hat. Und nur mal ein Beispiel zu geben, es findet da eine Flottenmesse im Jahr statt, die das BFP organisiert. Da sind über 1.000 Verantwortliche. Und da ist es uns gelungen, dass wir auch die Seminare zum zertifizierten Mobilitäts- und Fuhrparkmanager durchführen dürfen. So, jetzt sagen in meinen Augen immer Bilder und ein kleines Video mehr als 1.000 Worte. Und jetzt würde ich gerne die Anja Piston-Euler bitten, dass sie die Steuerung übernimmt Gerne. und Ihnen ein kurzes Video zeigt. Und Ähnlichkeiten mit handelnden und anwesenden Personen wären rein zufällig, wenn Sie sich jetzt das Video anschauen. Sie leiten ein mittelständisches Unternehmen oder sind für eine größere Fahrzeugflotte verantwortlich? Versicherungsunterlagen, Tankbelege, GEZ, Steuer, Prospekte, Full-Service-Leasing-Verträge und Wartungsbelege wollen bearbeitet werden. Ihnen fehlt die Zeit für das Kerngeschäft? Das muss nicht sein. K-Extern, Ihr professioneller Dienstleister, verfügt über ein sehr gutes Netzwerk in der Kfz-Flottenindustrie. Wir übernehmen die Betreuung Ihrer Fahrzeugflotte. Egal ob 5 oder 150 Fahrzeuge. Kostentransparent analysieren wir Ihren Fuhrpark auf Leistungen und Konditionen und ermitteln Einsparpotenziale für Sie. Anschließend unterbreiten wir Ihnen unsere Vorschläge zur Optimierung. Mit unserer Fuhrparkanalyse sind Sie immer auf der sicheren Seite. Dabei gehen wir gerne auf Ihre Wünsche zur Optimierung ein. Wir kümmern uns um die Koordination und Ausführung notwendiger Reparaturen an Ihren Fahrzeugen. Das Fahrzeug erfüllt nicht Ihre Anforderungen? K-Extern übernimmt die Abwicklung der Rückgabe und die weitere Verwertung für Sie. Auf Wunsch werden Ihre Mitarbeiter von uns auf Ihre entsprechende Fahrerlaubnis hin überprüft. Wenn es mal knallen sollte, sind wir selbstverständlich an Ihrer Seite. Wir unterstützen Sie im Rahmen der Schadensabwicklung. Und damit Sie nicht warten müssen, organisieren wir umgehend Ersatz und beschaffen neue Fahrzeuge. Vertrauen Sie K-Extern. Das sind nur einige Beispiele für die Services von K-Extern, damit Sie mehr Zeit für die wichtigen Dinge haben. Weitere Informationen finden Sie unter k-extern.de. Wir haben einfach in dem Video mal kurz gezeigt, was sind Teilbereiche, die wir darstellen können für Kunden.
und würden jetzt gern mal weitergehen und Ihnen einfach vorstellen, was tun wir? Was sind die einzelnen Bausteine? Zunächst müssen wir erstmal verstehen, was sind Ihre Ziele? Dazu führen wir im Regelfall einen Workshop durch. Dann kommt es zu einer Analyse der Ausgangssituation. Da reden wir natürlich darüber, wie groß ist der Fuhrpark? Gibt es Rahmenabkommen mit Herstellern und Importeuren? Gibt es einen externen Fuhrparkmanager, der einbezogen wird? Welche Rahmenverträge gibt es mit Leasinggesellschaften? Gibt es Vereinbarungen mit externen Dienstleistern, Tankkartengesellschaften? Was gibt es für Vereinbarungen mit Autohäusern? Und analysieren das und stellen Ihnen dann natürlich im Rahmen von einer Präsentation unterschiedliche Arbeitsprojekte zu. Häufig geht es damit los, dass einfach jemand sagt, okay, wir würden gerne mal wissen, sind wir mit unserer Car-Policy, sind wir mit den Modellen, die wir anbieten als Arbeitgeber überhaupt attraktiv oder sind andere Unternehmen weitaus fortschrittlicher, was Fahrzeuge anbelangt, gibt es da eine weitere Spreizung, sind zum Beispiel Cabrios zugelassen, sind Coupés zugelassen und neuerdings natürlich auch das Thema Elektromobilität. Dann führen wir die vereinbarten Aktivitäten durch und präsentieren die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen. Und an der Stelle will ich auch ganz offen und ehrlich sein. Wir haben Situationen bei größeren Unternehmen gehabt, die hatten alle Hersteller europaweit und 35 verschiedene Leasinggesellschaften. Das haben wir dann reduziert auf 5 Hersteller und 2 Leasinggesellschaften und konnten da signifikante Einsparungspotenziale erzielen. Das Gleiche gilt natürlich auch für kleinere Fuhrparks, weil wir der sehr, sehr häufig die Situation haben, dass aus Ein-Mann-Unternehmen irgendwann mal eine kleinere GmbH wurde und dann sind es 100 Mitarbeiter und die Sekretärin hat es noch mitgemacht, aber so richtig verantwortlich war keiner für den Fuhrpark. Und Sie werden sich wahrscheinlich schon gefragt haben, okay, was unterscheidet uns jetzt von den großen Anbietern wie eine Fleet Logistics, eine CPM, eine Six Mobility Consulting oder was auch immer? Ich war verantwortlich für den Vertrieb in unterschiedlichen Unternehmen und da wurden sehr, sehr häufig Unternehmen, die weniger als 100 Fahrzeuge im Bestand hatten, überhaupt nicht berücksichtigt. Also ich habe keinen Außendienstmitarbeiter rausgeschickt zu einem 20-Einheiten-Fuhrpark. Und da haben wir uns sehr, sehr stark darauf fokussiert, dass wir sagen, 100, 150, wird auch im Video so aufgezeigt, da gibt es erhebliches Potenzial und da gibt es auch relativ wenige Anbieter, die das anbieten können, was wir zeigen. So, dann ist es ja sehr, sehr häufig so, dass sich die Berater verabschieden und sagen, so, jetzt sind hier die tollen Vorschläge und prima Ideen und jetzt macht mal. Das Gegenteil ist der Fall. Wir stehen für die Implementierung der gewählten Maßnahmen zur Verfügung. Wir lassen uns auch an den Ergebnissen, die wir aufgezeigt haben, messen. Wir können über ein eigens entwickeltes Reporting-Tool die Kosteneinsparungen entsprechend monitoren. Und falls es gewünscht ist, stehen wir auch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung über das Thema Interimsmanagement. So, und da kommen wir noch auf einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, was ich immer sage. Wir können nichts anderes als Flotte und wir machen jeden Tag nichts anderes als Flotte. Und wir machen das ganze Jahr Ausschreibungen und wir haben das berühmte Ohr auf den Gleisen und auf der Autobahn. Das heißt, wir wissen, was im Markt passiert. Wir kennen die Entwicklung und haben sehr, sehr häufig die Situation, dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen, wir müssten wieder mal ausschreiben. Die letzte Ausschreibung ist 5 Jahre her. Können Sie uns da an der Stelle unterstützen? So, jetzt genug Informationen zu Car extern. Ich möchte jetzt gern auf das aktuelle Thema Umwelt umschwenken. Und es ist traurig genug, aber ich glaube, die Bilder, die ich jetzt hier mal zusammengefasst habe, sind aktuell und traurig genug. Und ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Wir haben keine Zeit zu warten. Die gesellschaftliche Situation, die gesellschaftliche Diskussion geht in ganz klare Entwicklung, das heißt Nachhaltigkeit, Umweltschutz und das bedeutet natürlich auch Elektromobilität. Und wenn ich von Elektromobilität rede, dann nicht ausschließlich über Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge, sondern perspektivisch auch über das Thema Wasserstofflösungen und Brennstoffzelle. Ist im Moment teilweise etwas zurückgestellt worden von manchen Unternehmen, wenn man mit Volkswagen spricht, sagen die, es gibt im Moment für uns keinen anderen Weg als die E-Mobilität. Wenn sie mit BMW sprechen, sagen die, okay,
Das mag zwar sein, aber wir wollen nicht alle Autos, die einen Verbrenner oder einen Selbstzündermotor haben, so schnell wegschließen. Und wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Brennstoffzelle und Wasserstofflösung. Und da gibt es für mich eine ganz, ganz interessante Aussage. Bei einem der letzten Klimagipfel und Automobilgipfel hat Frau Merkel gesagt, wir wollen in Deutschland führend werden zum Thema Brennstoffzelle. Und da werden auch genügend Gelder zur Verfügung gestellt. Es gibt sehr interessante Forschungsprojekte und es gibt Unternehmen, die sich schon sehr, sehr stark mit dem Thema beschäftigen, weil ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, man kommt irgendwann an die natürlichen Grenzen, teilweise auch der Physik, was das Thema reine E-Fahrzeuge anbelangt. Und da kommt dann relativ schnell die Frage, ja, was machen wir denn mit schweren LKWs, mit Bussen? Und wir reden nicht nur über PKWs. So, ich würde gerne so aus meiner eigenen gesammelten Erfahrung kurz berichten. So vor 2, 3 Jahren wurden noch so Themen durchs Dorf getrieben, wie die notwendige Ladeinfrastruktur fehlt. Dann E-Fahrzeuge sind teuer, war ein beliebtes Thema. Und eins der beliebtesten Themen, die Reichweiten sind viel zu gering. Ja, da ist sehr, sehr viel passiert. Wenn man sich heute anschaut, es gibt Fahrzeuge, die ehrlich 400, 500 Kilometer Reichweite haben. Das war vor 2 oder 3 Jahren noch nicht der Fall. Und ich berichte immer gern von einem Beispiel, ja, aus jüngster Erfahrung. Wir haben das Thema E-Mobilität geschult und haben letztes Jahr dann die Entscheidung getroffen, wir wollen nicht nur drüber reden, sondern wir wollen auch mitreden. Wir haben uns ein E-Fahrzeug angeschafft. Wir haben das auch auf der ersten Seite aufgezeigt. Ganz ehrlich, es waren attraktive Programme, geringe Mehrwertsteuer, BAFA-Förderung. Die Autohändler hatten noch was auf Halde. Haben wir gesagt, wir gehen den Weg und schauen mal, wie das passiert. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir sind mit beiden Autos November abends, freitags, 18 Uhr, der Regen kam von der Seite an eine Ladesäule gefahren und der RFID-Code hat nicht funktioniert. Dann sind wir an die nächste gefahren, die war besetzt und sind dann doch zu Hause in der Garage gelandet und haben dann 48 Stunden das Fahrzeug übers Wochenende vollgetankt. Sind jetzt auch stolzer Besitzer einer Wallbox und ich muss sagen, ich habe den Tankwart schon lange nicht mehr gesehen. Ich fahre sehr, sehr gerne das E-Fahrzeug. Es gibt aber auch Situationen, wo man dann ganz einfach sagt, okay, jetzt wird spannend bei minus 15 Grad. Man setzt sich ins Auto, hat 250 Kilometer Reichweite und muss 160 Kilometer bewältigen. Dann überlegt man sich, ob man die heizbaren Sitze anschaltet und neigt dann auch dazu, die Klimaanlage auszuschalten, ist dann aber doch relativ schnell dabei, dass die Scheibe beschlägt und wird dann etwas geduldiger, was den Fahrstil anbelangt. Und last but not least, der Strom reicht nicht. Da gibt es entsprechende Auswertungen, Zahlen, die das alles widerlegen. Aber das sind Themen, denen Sie einfach in erster Distanz begegnen, wenn Sie das Thema E-Mobilität ansprechen. Dazu an der Stelle einfach mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin immer ein Freund dessen, Zahl schlägt Meinung. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was da passiert ist, Sie sehen auf der einen Seite die Kurve in grün abgetragen. Das ist der Bestand an Fahrzeugen des Jahres und das andere in hellorange, Entschuldigung, hellblau abgetragen sind die Neuzulassungen bis zum Jahresende. Und das sind Fahrzeuge, reine E-Fahrzeuge als auch Plug-in-Hybride. Und ich denke mal, die Kurve von 2020 bis 2021 ja, ist mehr oder weniger selbsterklärend. Wenn man dann nochmal schaut, totale Zulassung, und zwar auf monatliche Pkw-Zulassung bezogen in Deutschland, sieht man, dass die Anzahl von Benzinern und Diesel nahezu auf gleichem Prozentsatzniveau fällt. Hybridfahrzeuge einen gigantischen Sprung nach oben gemacht haben, überholt noch von den Elektrofahrzeugen. Erdgas ist nicht ganz in Vergessenheit geraten, Flüssiggas mehr oder weniger stabil. Und das ist jetzt nur eine Gegenüberstellung Juli 20 gegenüber Juli 19. So, und wenn man jetzt mal in die Zulassungszahlen 2020 ein bisschen tiefer reingeht, sehen Sie noch ganz andere Werte. Und zwar BEV steht für Battery Electric Vehicles, also reine Batteriefahrzeuge, ein Plus von 207
5% gegenüber dem Vorjahr. Da sind wir bei 195.000 Zulassungen. Das ist schon, wenn man sich das vorstellt, eine Menge Holz. Und noch stärker natürlich das Thema Plug-in-Hybride. Ich komme dann später nochmal drauf, über Vor- und Nachteile von diesem Modell. 342% versus Vorjahr. Über 200.000 Zulassungen neu. Und hier einfach mal, ohne jetzt Markenwerbung zu machen, mal eine erste Idee. Was sind die Top 5 Zulassungen? Das ist der Renault Zoe, der VW e-Golf, Tesla M3, VW ID.3 und der Hyundai Kona. So, ein ganz wichtiges Thema: Ladeinfrastruktur, Basics in Deutschland. Wo stehen die meisten Ladesäulen? Und interessanterweise sind die entweder an Parkplätzen oder an Parkhäusern. Öffentliche Straßen mehr oder weniger die Hälfte. Und wenn Sie jetzt mal schauen, Autobahn 2,8%, Restaurant 1,9%, liegen ganz weit hinten. Warum zeige ich die Folie? Es ist ganz wichtig, wenn Sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Elektromobilität hat nur dann eine Akzeptanz, wenn die Ladung gesichert ist. Und ich zeige es jetzt gleich auf einer Folie. Die wichtigsten Ladepunkte sind zu Hause und an der Arbeit. Viel weniger als vermutet an der Autobahn beziehungsweise ja auf der Landstraße oder im Nahgebiet. Hier einfach nochmal eine totale Zahl. Wo standen wir im Jahr 2019 mit entsprechenden Ladesäulen? Das waren 8.137 und im Jahr 2020 ist man bei knapp 13.000 angelangt, also plus knapp 5.000 Ladesäulen. Und die Entwicklung ist ungebremst. Das ganze Thema geht weiter. Ich sage immer, der Zug E-Mobilität hat den Bahnhof verlassen. Der ist nicht mehr aufzuhalten. Da gibt es auch kein Stoppsignal mehr. Der Zug nimmt ordentlich Fahrt auf und man wird wenig Chancen haben, zu sagen, ich kann an der ganzen Entwicklung nicht mehr teilhaben. So, hier nochmal, wo findet der Ladevorgang statt? Und das einfach nochmal differenziert zwischen Langsamladen. Das ist so die klassische 11 Kilowatt AC-Ladung beziehungsweise 22 Kilowatt DC-Ladung oder die Schnellladestation. Ich sage jetzt mal der Tesla Supercharger, von dem ja sehr, sehr häufig die Rede ist. Und Sie sehen Sie, erfolgreiche Umsetzung von einem Ladeinfrastrukturkonzept im Rahmen von E-Mobilität geht nur über erfolgreiche Installation zu Hause und am Arbeitsplatz. Und da tauchen natürlich dann schon viele, viele Fragen auf. Bei dem Thema Laden zu Hause ist durch den KfW-Zuschuss schon relativ viel einfacher geworden und auch preislich attraktiver geworden. Das Thema Laden am Arbeitsplatz, ja, gibt sehr, sehr viele Herausforderungen da. Und ich habe letztes Jahr ein Projekt begleiten dürfen. Da kam ein Unternehmen auf uns zu und hat gesagt: Herr Engel, wir haben jetzt für die Geschäftsführung E-Fahrzeuge angeschafft, haben aber jetzt gemerkt, wir müssen die auch irgendwo laden. Und dann gehen die Diskussionen los: Energieversorger, bauliche Möglichkeiten und vieles mehr. Deswegen auch an der Stelle schon mein Rat: Wenn Sie über das Thema E-Mobilität nachdenken, nehmen Sie sich ausreichend Zeit für ein ordentliches Konzept und machen Sie den ersten vor dem zweiten Schritt. So, was sind Gründe dafür, auf Elektromobilität umzusteigen? Ich will es jetzt im Detail nicht vorlesen, sondern an für sich lässt sich es auf ja, sieben Hauptgründe zurückführen. Das Thema Nachhaltigkeit, der Druck auf Unternehmen, Emissionen zu reduzieren, steigt. Wir haben im Moment ein Projekt bei einer 4000er Flotte. Wir wollen in 10 europäischen Märkten bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen halbieren. Und das war jetzt keine Idee von dem Fuhrparkleiter, sondern eine Vorgabe von dem Vorstand. Weil die ganz einfach sagen, okay, wir kriegen immer mehr Anfragen von unseren Kunden im Rahmen von Ausschreibungen und müssen dort mehr als eine DIN A4-Seite beschreiben. Ja, was tun Sie denn zum Thema Nachhaltigkeit? Dann landet oft die Anfrage im Fuhrpark, wie viele E-Autos haben wir denn? Und dann so, ja, zwei, drei, wir planen was. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo auch der gesellschaftliche und wirtschaftliche Druck höher wird. Business Continuity. Es gibt schon viele Städte, da kommen sie zu bestimmten Uhrzeiten in Europa gar nicht mehr in die Innenstadt rein.
Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt einen Servicevertrag mit einem Unternehmen, ja, das Fahrzeuge wartet und sind bei 40 Grad Leute in einem Aufzug eingesperrt und Sie kriegen dann einen Anruf, ja, Sie müssten mal bis 15 Uhr warten, dann können wir wieder mit unserem Diesel kommen, weil die E-Fahrzeuge im Moment noch geladen werden. Also da stecken viele Interdependenzen drin und viele Herausforderungen. Reichweite ist in meinen Augen ein Thema Tick in the Box. Die Reichweite von Elektrofahrzeugen steigt, also das dürfte kein Thema mehr sein. Natürlich wird dann das Thema sehr, sehr schnell hochgespielt. Vertriebsmannschaft fährt viel, ist viel in Landen unterwegs. Ja, was ist denn, ich will einmal von Berlin an Gardasee in Urlaub fahren. Auch dafür gibt es Mittel und Lösungen. Aber letztendlich ist es so, dass die allgemeine Reichweite durchaus ausreichend ist, um Fahrzeuge zu ersetzen. Verfügbarkeit, kein Thema mehr. Also Elektrofahrzeuge sind und werden verfügbar. Wenn man sich auf den Seiten von den Herstellern mal tummelt, wird man feststellen, da ist ein grandioses Feuerwerk zu erwarten von Fahrzeugen. Also da ist vieles unterwegs. Kosten werden vergleichbar mit konventionellen Fahrzeugen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Leasinggesellschaften anfänglich sehr, sehr schwer getan haben mit einer entsprechenden Restwerteinstufung. Und dadurch wurden natürlich auch die Leasingraten eher höher. Sprich, es war sehr, sehr häufig so, dass die Leasingraten doch noch im Vergleich zu konventionellen Antrieben höher waren. Da hat sich mittlerweile auch ein gewisses Vertrauen bei den Leasinggesellschaften durchgesetzt und entsprechendes Wissen. Und manche wollen auch Vorreiter sein und sagen, okay, ich gehe das Restwertrisiko ein, was das Fahrzeug bedeutet. Und ich sehe auch einen Markt für die gebrauchten Fahrzeuge. Fahrerzufriedenheit ist ein Thema, was sehr, sehr stark gespeist wird über das Thema Reichweite und Verfügbarkeit und das Thema Steuern. Ich denke, das ist hinlänglich bekannt, dass es da große Vorteile gibt. So, dann komme ich zu dem Thema Elektrifizierung und Policy. Die Car Policy ist ein ganz wesentlicher Punkt, um die Aktivitäten von Ihrer Flotte in puncto Kosten zu steuern. Noch interessanter wird es dann, wenn es um E-Car-Policies geht, also wenn E-Fahrzeuge aufgenommen werden sollen. Wesentlichster Punkt von Anfang an ist die Voraussetzung, welches Fahrprofil ist geeignet. Da muss man vielleicht auch mal ein Fahrtenbuch führen oder das mal über 2, 3 Wochen einfach hinterfragen, wie viel Kilometer fährst du, wann und wo. Es muss eine eindeutige Entscheidung getroffen werden, welche Fahrzeugmodelle, Plug-in-Hybrid oder reines Elektrofahrzeug. Dann werde ich bereit sein, noch Elektrofahrzeuge vielleicht zusätzlich zu fördern, zu den staatlichen Maßnahmen als Unternehmen. Und wie kriege ich es hin, dass eine entsprechende Verpflichtung besteht, regelmäßig zu laden? Da gibt es interessante Modelle. Manche Unternehmen geben nur noch Tankkarten aus, mit denen elektrische Ladevorgänge durchgeführt werden können. Andere reduzieren oder limitieren die Menge an normalem Benzin oder auch Dieselkraftstoff. Und der nächste Punkt, Kosten und Umgang mit Ladesäulen am Wohnort. Gibt es eine entsprechende Eigenbeteiligung? Auch da gibt es ein paar Fallstricke, die man beachten muss als Arbeitgeber und als Dienstwagennutzer. Ja, und was passiert beim Umzug oder Kündigung des Mitarbeiters mit der Wallbox, ist auch eine Frage, die von Anfang an geklärt werden soll. So, die aktuellen Förderprogramme, mit Blick auf die Uhr gehe ich da ein bisschen schneller drüber. Ich denke, die sind größtenteils bekannt. Es gibt die Reduzierung des Geldwertvorteils auf 0,5% bei den Plug-in-Hybriden sowie 0,25% bei den batterieelektrischen Fahrzeugen auf den Bruttolistenpreis. Und es gibt natürlich einen Zuschuss zum Erwerb des Fahrzeuges und last but not least der Zuschuss der KfW für die Wallbox zu Hause. Hier einfach nochmal im Detail aufgetragen. Wir können dann gerne, falls dazu Fragen gibt, nachher auch in dem Themenraum tiefer einsteigen. Aber es gibt letztendlich eine grobe Kategorisierung. Einmal bis 40.000 Euro Netto-Listenpreis. Da können es bis zu 9.000 Euro Kaufprämie sein beim Batteriefahrzeug, bei einem Plug-in-Hybrid bis 6.750. Und wenn wir jetzt mal eine Kategorie höher geht, bei 40.000 Euro Netto-Listenpreis sind wir noch bei 2.500
beziehungsweise 7.500 und dem Bundesanteil von 5.000. Also Sie sehen, es werden natürlich eher die Fahrzeuge gefördert, die einen geringeren Listenpreis haben. So, von der KfW-Förderung profitieren. Ich mache es mal im Schnelldurchgang. Der wesentliche Punkt ist, dass bevor Sie irgendeine bauliche Maßnahme durchführen oder einen Elektriker beauftragen oder in irgendeiner Form an das ganze Thema denken, den Antrag stellen. Also das heißt, erst Antrag stellen, das geht relativ schnell, ist auf einer Homepage, hat man relativ schnell auch die Genehmigung und dann kann man den Handwerker beauftragen, die entsprechenden baulichen Maßnahmen durchzuführen. Die Förderung wurde auch vor kurzem verlängert. Unsere Empfehlung ist, sichern Sie sich die Förderung, stellen Sie einen Antrag, das kann nie schaden, das haben Sie dann. Und das kann Ihnen an der Stelle keiner nehmen, auch wenn Sie vielleicht heute und morgen noch nicht über ein Elektrofahrzeug nachdenken. Anderer Punkt ist, wir haben das bei uns hier in der Straße erlebt, da war der Vertreter von den Kreiswerken sehr offen und hat gesagt, also beeilen Sie sich oder macht das mal schnell, weil wenn jetzt noch zwei oder drei kommen, also der dritte kriegt schon keinen Anschluss mehr, weil das Netz nicht genügend Strom hergibt. Und die kommen dann auch relativ schnell und wollen Ihnen eine Photovoltaik, Anlage noch irgendwo auf dem Carport oder aufs Dach setzen, um entsprechende Eigenstrommöglichkeiten zu bieten. So, eine Situation oder Beispiele aus der Praxis würde ich ganz gern kurz skizzieren. Der CEO hat sich ein Plug-in-Hybrid bestellt, keine Ladeinfrastruktur ist vorhanden. Der Fuhrparkleiter, ich habe es selbst erlebt, versucht seit über einem Jahr ein Budget zu bekommen, hat das nicht bekommen. Der CEO hat sich aus, ich glaube, Gründen Geld zu sparen, steuerlich die Vorteile mitzunehmen, ein Plug-in-Hybrid bestellt. Das Fahrzeug wurde ausgeliefert und dann wurde der Fuhrparkmanager gefragt, ja, wo ist denn die Ladestation, dass ich hier auch am Arbeitsplatz laden kann? Und da sagte der Mitarbeiter, ja, Herr XY, wir haben hier keine, weil ich Sie schon seit einem Jahr frage, ob Sie mir ein Budget bewilligen. Die Antwort war ganz lapidar, sagen Sie mal, was Sie brauchen und ich möchte ganz schnell die Ladesäulen haben. Also da gibt es auch interessante Entwicklungen. Und ich hatte es eben schon skizziert, Unternehmen X plant Reduzierung von CO2-Emissionen bis 2030 um 50%. So, ich weiß, Kai, du guckst schon auf die Uhr. Ich mache das jetzt etwas schneller und würde ein, zwei Folien überspringen und komme dann schon zum Ende. Wie kann eine Machbarkeitsanalyse, E-Mobilität, ein Business Case aussehen, können wir nachher gerne im Themenraum besprechen. Was ich gerne machen würde, jetzt als letzte Folie, ich nenne das immer auf ein offenes Wort. Was sind die Erfahrungen zum Thema Elektrifizierung? Die Implementierung eines Elektromobilitätskonzeptes ist kein 100-Meter-Lauf, eher ein Marathon. Gehen Sie von 9 Monaten Implementierungsdauer aus, aufgrund der aktuellen Halbleitersituation und Versorgungsengpässen bei gewissen Rohmaterialien durchaus schon länger. Ein individuelles Konzept sowie eine gute Vorbereitung sind der Schlüssel zum Erfolg. Ganz wesentlicher Punkt, dass alle Beteiligten abgeholt werden, Betriebsrat, Geschäftsführung, Mitarbeiter, die nicht dienstwagenberechtigt sind. Ganz, ganz wesentlicher Treiber. Also da lieber zwei Nächte drüber geschlafen, als voreilig irgendeine Entscheidung getroffen. Kostenfalle Plug-in-Hybrid ist ein beliebtes Beispiel. Ich kenne einen Fuhrparkverantwortlichen, der hat im Frühjahr letzten Jahres Plug-in-Hybride zugelassen. Wir haben 4.000 Fahrzeuge in Deutschland, sagt der Engel, das war einer meiner schlechtesten Tage, weil wir konnten nicht verhindern, dass kein Strom getankt wurde, sondern dass weiterhin das Fahrzeug einfach mit Dieselkraftstoff oder Benzin gefahren wurde und von ihm stammt so das Zitat, im Moment fahren wir überteuerte Fahrzeuge und Batterien mit höherem Reifenabrieb durch die Gegend und der Einzige, der lacht, ist der Mitarbeiter, weil er den niedrigen Geldwert einen Vorteil hat. Was auf jeden Fall machen sollten, frühzeitige Einbindung von Hersteller, Handel und Leasingpartnern. Dran denken, es gibt viele Last-Mile-Umweltanforderungen in den Metropolen in Europa, wenn Sie international aktiv sind, wo es dann einfach heißt, Sie kommen zu gewissen Uhrzeiten gar nicht mehr mit dem Verbrenner in die Innenstadt. Das Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle sollte trotz E-Hype im Moment nicht vergessen werden. Das Thema Mobilität sollte integraler Bestandteil des Konzeptes sein.
also auch Fahrrad, Schiene und was es sonst noch an Fortbewegungsmöglichkeiten gibt, Lastenfahrrad, whatever. So, das Thema Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit wird bei Vergabeentscheidungen zu Aufträgen immer wichtiger. Das Buy-in, das Senior Management und gegebenenfalls die Kommunikation einer grünen Vision sind Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Umsetzung. Und last but not least, eine erste Kosteneinschätzung ist schwerlich darstellbar ohne Einsicht in die Ausgangssituation. So, jetzt war ich relativ schnell am Ende, und hoffe, ich habe nicht allzu sehr überzogen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf einen Austausch mit Ihnen in den Themenräumen oder auch gerne im Nachgang 1:1 oder ein E-Mail, einen Anruf. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.